Heidiho, der Gusur ist es. 22:13 haben wir es. Und ich bin trotzdem noch laut, weil ich einfach die Aufnahme ordentlich machen will. Fertig, dann ist es halt so. Joa, jetzt bin ich gerade mal bei die Alten drin. Ich, wir sind immer so ein bisschen hin und her hopping, wie auch immer. Nee, und ich wollte euch einfach nochmal zum Sonntag dann ein Video bringen. Und wir werden sehen, was geht. Ja, gerade und. Ja, wie gesagt, heute, also Donnerstag in dem Fall, habe ich mir wirklich gesagt, komm, ey, COC muss erstmal sein und Agario, mal gucken, ob ich das heute überhaupt noch spiele. Er wird nicht ganz verstanden haben, was ich von ihm wollte, aber ist auch egal. So. Ja, dann ist es nämlich bald Zeit, um meine Queen dann langsamer schlafen zu legen. Wie gesagt, 3 Tage sind ja noch, bis der King dann auf 20 geupt ist. Oh. Wartet mal hier. Von hier aus rein. Moment, ich muss hier mal kurz das managen. Ich habe da mal was vorbereitet. Bam. Und das war's. Clearen, dass die sich wirklich echt nicht mit dem äußeren Zeug beschäftigt. Das ist klar. Die soll hier, wenn die jetzt nämlich hier draußen rumrennt, soll die sich nicht überstrapazieren und mit diesem Dreckszeug sich beschäftigen. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. So, können wir schon Mauerbrecher reinschicken oder noch nicht? Ich mach's jetzt. Jetzt ist er. Jetzt sind die anderen damit beschäftigt, dass die hier schön auf die Queen gehen. Ja, genau. Ziemlich cool. Jetzt kann die sich aussuchen, was geht. Was er haben möchte. Weil, wie gesagt, bei dem Lootmann, ich ganz ehrlich, ein bisschen Alex kann man auch verdienen oder beziehungsweise gebrauchen, das ist ganz klar. Und ja, wenn ich es halt so hinterhergeworfen kriege, den Bohrer brauche ich nicht, aber den hier würde ich auf jeden Fall gerne kriegen, da ich eh von der rechten Seite gekommen bin, sollte das nicht weiter stören. Ja, was ist noch interessant? Den hätte ich gern noch, den Sammler. Das sollte auch passen. Ich denke, dass die sich jetzt in die Richtung ziehen wird. Aber auf der Seite, also der linken Seite der Mauer. Die wird jetzt nicht nochmal nach rechts gehen. So, nicht zu viele Heiler gedroppt. Ja, jetzt fängt leider die Luftabwehr an. Okay, sie dreht sich nochmal um. Ah, dann geht es in eine andere Richtung, denke ich mal, ja. Aber egal, das stört nicht. Ich mag beide Richtungen, das passt. Zack, genau. Dann habe ich. Ah, reicht es mit dem Heiler? Ich wollte eigentlich, ja, komm, Leute, egal. Bevor mir meine Queen down geht, das bringt mir ja dann auch keine Punkte. So. Schauen wir mal. Kriegen wir. Ah, das Dunkle. Das Dunkle. Gönnt sie sich da noch? Sehr geil. Okay. Ja, das war's schon fast. Dann habe ich da aber auch, wenn ich nicht ganz falsch liege, auch fast 200k dunkles Alex hier gemacht. Und dann ist das ganz nett. Und jetzt ragen wir die mal, dass die jetzt ein bisschen aus dem Pott kommt und hier noch ein bisschen was für mich machen kann, dass ich vielleicht sogar noch die 50% kriege. Ja, Klanburg könnte man jetzt dafür noch rausballern hier fürs Alex, aber ganz ehrlich. Ich muss auch keinen Angriff mehr machen, also heute. Die kann in mir jetzt auch down gehen. Da will ich jetzt nicht noch mehr Alex in die Heiler pumpen. So, jetzt geht die Luftabwehr down. Ja, cool, 50%. Und jetzt sogar noch den Rest. Ja, einwandfrei. Ist doch vollkommen in Ordnung. So. Ist doch ein guter Angriff gewesen. Das ist vollkommen nett. Damit kann man leben. Und eben nicht zu viel rausgeballert. Ah, ich meine, 7 Heiler, 70.000. Dann nochmal 7 mal 3, 21.000 nochmal. 7 mal, ja genau, 21. HG, also um und bei 100.000. Um und bei 100.000. Hab aber, ja, es ist okay. Ist jetzt nicht der Knüller, aber ist okay. Der mit den.
So, zack. So, jetzt denke ich mal, dass ich ihm jetzt Barbaren spenden kann. Ah, wenn ich sie hätte. Wenn ich sie hätte. So, Queen, das passt. Und hier theoretisch, wie gesagt, theoretisch könnte man jetzt sogar noch einen Angriff rausballern. Weil zum Clearen braucht man ja nicht immer alles voll. Also das würde theoretisch sogar noch gehen. So, zack. So sieht er aus. So, zack, zack. Sieht da natürlich, dass ich auch gleich zusätzlich immer noch ein bisschen was von mir preisgebe. So, nee, also ansonsten. Mauertechnisch passt das ja. Okay, Moment, ich muss mal gerade überlegen. Ich könnte noch den dann auch noch. So, THX. Soll mir aber auch reichen. Ich guck mal gerade, was die eventuell noch so raushauen hier. Vielleicht hat man hier noch einen geilen Angriff, den man sich noch mal zu Gemüte ziehen darf. Ah, okay, eine Death. Bin ich ja mal gespannt, was die hier so raushauen. Okay. Da bin ich spektakuläreres gewohnt. Aber okay. Nee, nichts weiter drin. Okay, nein, ganz ehrlich, dann hau ich mal einen von mir hier raus. Angriffslog, mal gucken. Queen rennt, zack. Schade, dass ich nur ein 2K-Ding habe. Das sieht natürlich dann ein bisschen geiler aus. Muss ich ja mal sagen, logisch. Aber das passt. Die, oh, ganz ehrlich, soll ich jetzt nochmal einen Angriff machen? Auch wenn ich es jetzt verballere. Ich meine, ich kann nicht clearen. Aber ich glaube, ich mache das nochmal. Zu wenig. Die Alex. Ah, hier und hier, ganz ehrlich, die 20er Queen, die gibt so ins Gesicht. Die zerflittert mir alles. Aber das steht hier natürlich echt geil. Das steht hier natürlich echt geil und ich muss nicht clearen. Ich muss nicht clearen. Zack, einwandfrei. Und das war's. Die rennt rein, auf jeden Fall. Das sollte passen. Klar, jetzt ist die Gefahr wirklich da, dass die das hier noch kaputt machen könnte. Aber wenn die drinne ist, in dem Bereich, denke ich mal, geht sie nicht deswegen raus. Hoffe ich. So, jetzt gucken wir mal, was die Queen hier machen tut. Gar nicht erst weiter rankommen lassen. Hoffentlich gleich hier abfangen. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann können wir jetzt noch ein bisschen. Weil die Fläche jetzt ausgeschaltet ist, können wir da ran. Und dann sollte das passen. Tesla, ja, das ist Pillepalle. So. Ja, rennt dahin. Rennt dahin und seid zufrieden. Geht da tot und sterbt und geht in eine Ecke. Sucht euch ein Grab, ey. So, das wollen wir doch haben. Wie gesagt. Ist dafür einfach prädestiniert. Ich meine, klar, der Rest vom Loot ist natürlich totaler Müll. Aber. Ach kommt, Leute. Da brauchen wir gar nicht. Ja, wir könnten noch den X-Bow mitnehmen. Ganz ehrlich jetzt mal. Den X-Bow halt wirklich für die Errungenschaften und das war's. Und wenn ich den jetzt habe, danach rage ich die und das war's. Zack, geraged. 900, dem Ziel wieder ein bisschen näher. Was will man mehr? So, gucken wir mal. Oh, sollte man mal hier wieder die X-Bögen laden. Das war's dazu.
kurz und knapp. Wie gesagt, sogar noch für zwei Angriffe gereicht. Was will man mehr? Als nächstes, wie gesagt, King ist dann auf 20. Den lasse ich erstmal. Dann die Queen hochziehen. Da muss ich mal gucken, ob ich wirklich mit dem King auch diese Heiler-Taktik fahre oder nicht. Ich denke eigentlich eher nicht. Ich werde dann wieder ganz normal ins Farm übergehen und mir dann eben das DLX erfarmen. Und dann die Queen hochmachen auf 20 und dann wieder mit der Queen weitermachen. Bloß, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ich wünsche euch was.